alle Anfänge sind schwer und wenn ich nach 7 Jahren Permakulturprojekt so auf meine Anfänge zurückblicke, würde ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Wenn ich mit meinen jetzigen Erfahrungen und auch mit meinem Wissen zurück könnte, würde ich Folgendes anders machen. Für ein besseres Verständnis erkläre ich erstmal ganz kurz, wie ich denn zu meinem Permakulturprojekt gekommen bin, beziehungsweise wie ich an die bestimmten Flächen gekommen bin, die ich damals hatte. Es war halt so, dass ich eines Tages einen Anruf von meinem Bauernfreund bekommen habe, den ich seit 2 Jahren dort freiwillig auf seinem Acker ausgeholfen habe. Er hat dann ein Angebot bekommen von jemandem, der halt im Neubaugebiet ein Grundstück gekauft hat, aber nicht sofort bauen wollte. Das war halt eine alte Pferdeweide von seinem Bruder. Und deshalb war der Boden sehr fruchtbar und humusreich. Allerdings hat mein Bauernfreund die Fläche abgelehnt, weil er schon genug zu tun hatte. Er hat genug selbst Flächen gehabt, um die er sich kümmern muss. Und er kommt ja selbst heute noch nicht ganz so hinterher. Von daher hat er halt einen Vorschlag gemacht, dass ich diese 1000 Quadratmeter zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und er hat mir halt dann einfach die Fläche gezeigt. War dann ziemlich kurzfristig, wo ich dann hätte Ja oder Nein sagen müssen. Und ich habe halt natürlich Ja gesagt und plötzlich standen mir 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Auf diesen 1000 Quadratmeter baute ich dann ungefähr 3 Jahre erfolgreich Obst und Gemüse an. Anfangs war es halt so, dass ich ein bisschen überfordert war, weil es halt das erste Mal ist, dass ich ein größeres Projekt habe und ich hier alles durchplanen musste. Einerseits habe ich mir dann hier keinen konkreten Plan gemacht, wie ich denn etwas aufbaue oder was ich jetzt konkret eigentlich einfach machen möchte. Ich wollte halt einfach irgendwas machen und das habe ich auch getan. Einerseits sehr gut, weil ich mir da jetzt nicht zerdacht habe, was kann ich denn jetzt wo anbauen. Andererseits ist es halt ein bisschen, ja, sag ich mal, ein Wirrwarr oder auch ein Chaos geworden, was halt auch für nachfolgende Wirkungen mit mehr Zeitaufwand dann die Ursache hatte, dass ich wann genau anbaue, wo ich denn was hinsetze. Garten oder auch in einem Permakulturprojekt sollte man schon eine langfristige Planung im Kopf haben. Beispielsweise setzen wir ja einen Baum nicht für einige Jahre, sondern das soll ja schon über mehrere Jahrzehnte gehen und da sollten wir auch schon uns die Frage stellen, wo setze ich denn den Baum am besten hin, damit er vielleicht mehr andere Kulturpflanzen nicht zu viel Sonne wegnimmt. Und auch, welchen Baum möchte ich denn pflanzen? Welche Früchte schmecken mir eigentlich? Das sind halt zum Beispiel solche Fragen. Oder wo möchte ich einen Teich anlegen? Wo lege ich Totholzhecken an? Wo baue ich meine Hochbeete hin? Was schmeckt mir denn überhaupt? Was möchte ich denn genau anbauen? Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Gurken? Wenn ich das jetzt als solidarische Landwirtschaft betreibe oder so wie ich, wo halt man das Obst und Gemüse noch verkaufen möchte, was möchten denn die Kunden haben? Und das versuche ich dann dementsprechend auch anzubauen. Also auch hier die entsprechenden Bodenverhältnisse bei mir begutachten. Habe ich einen sandigen Boden oder habe ich einen lehmigen Boden und schaue, wie ich den immer über die Jahre hinweg aufbessern kann und was wächst denn überhaupt auf diesem Boden optimal. Eine Prioritätenliste, welches ihr euch auf ein Blatt Papier zum Beispiel schreibt und auch kurz- und mittelfristige Ziele sollten dabei auch nicht fehlen. Das habe ich nicht gemacht und Problem einfach bei mir war, dass ich halt immer wieder, wenn ich eine Idee bekommen habe, die ich irgendwie auf Papier aufgeschrieben habe und dann einfach schauen, wann kann ich das am besten umsetzen, wann habe ich denn überhaupt Zeit dafür, sondern ich wollte es gleich alles umsetzen. Das heißt, ich hatte dann irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Ideen, die ich alle auf einmal umsetzen wollte, habe mir ja dann zerdacht, habe mir Stress gemacht, habe mir Druck gemacht und das war dann sehr kontraproduktiv. Anfangs habe ich mich nicht den Nachbarn vorgestellt und ihnen gesagt, wer ich denn überhaupt bin und was ich jetzt da auf dieser Fläche zu tun habe. Denn im Nachhinein, ein paar Monate später, habe ich es dann gemacht und die haben mir dann unglaublich im Projekt geholfen. Sie haben mir zum Beispiel Grüngut an die Fläche einfach so gebracht, wodurch ich ja zum Beispiel auch mulchen konnte, haben mir einen Holzhäcksel gegeben, haben auch ein bisschen Mundpropaganda für mich gemacht, weil ich ihnen auch einen Teil von meinem Obst und Gemüse abgegeben habe, wo sie mich natürlich auch bezahlt haben. Das heißt, ich konnte hier auch mein Projekt refinanzieren. Natürlich nicht aufgezwungen, sondern einfach so Stück für Stück die Leute kennengelernt, den Menschen dahinter kennengelernt und dann ist man halt dann erst darüber, wenn man halt Interesse an einem anderen Menschen gezeigt hat, zu dem Punkt gekommen, hey, ich finde es super, was du machst. Ich kann dich bei deinem Permakulturprojekt unterstützen. Du solltest dir auch bewusst werden, dass so ein Permakulturprojekt, eine solidarische Landwirtschaft und allgemein vielleicht Landwirtschaft oder Ackerbau, alles was in die Richtung Obst- und Gemüseanbau geht, mit sehr vieler körperlichen und mentalen Arbeit verbunden ist. Das habe ich sehr stark unterschätzt, weil du halt in Foren oder auch in so Dokumentationen von dem Öffentlich-Rechtlichen dann von Selbstversorgern siehst, wie alle glücklich und zufrieden sind, die nur das Positive darstellen. Auch in den Anastasia-Büchern wird halt primär nur das Positive ausgelegt. Da tun halt die Leute viel mehr Resonanz zeigen, finden es super, möchten es dann auch sehr gerne machen. Und ich bin dann ziemlich stark auf die Fresse geflogen,
bis ich dann festgestellt habe, dass du halt den ganzen Tag arbeitest, früh aufstehst, in der Hitze, auch bei 30 Grad, 365 Tage im Jahr, keine Freizeit auch manchmal hast, selbst an Feiertagen nicht oder an Sonntagen arbeitest du genauso. Bei Regen, bei Wind, wenn mal etwas gemacht werden muss, dann muss halt etwas gemacht werden. Worauf ich Bewusstsein schaffen möchte, ist einerseits, ja, es ist wirklich sehr schön in der Natur zu arbeiten, an der frischen Luft, in der Sonne, die Bienen zu beobachten, zu schauen, wie halt die Pflanzen wachsen und seine eigene Arbeit endlich Früchte trägt und auch hier man das eigene gesunde Obst und Gemüse auch bekommt und auch etwas einen wertvollen Beitrag für die Natur auch leistet. Aber auf der anderen Seite auch, es ist anstrengende Arbeit. Das sollte nicht unterschätzt werden. Und man muss auch hier immer schauen, wie bringt man das auch mit seinem Leben unter einen Hut? Wo verzichtet man in verschiedenen Lebensbereichen und wie tut sich das auch finanziell alles decken? Du brauchst halt viel Disziplin und Ausdauer und einen Fokus. Also bei mir war es am Anfang so, als ich mit meinem Permakulturprojekt anfing, habe ich auch sehr viel auf Vernetzung gesetzt, damit es halt für mich um einiges einfacher wird und ich halt hier neue Kontakte finde, die mir auch bei meinen Problemen lösen können. Hier nochmal kurzer Einschub, es ist halt sehr wichtig, Kontakte zu machen, ein Netzwerk aufzubauen, aber mit den Leuten im richtigen Umfeld. Den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich mich mit Leuten connected habe, verbunden habe, die zwar auch mit in der Natur leben wollen, aber es dann ein bisschen schlampig umsetzen wollten und dann nicht konsequent waren und dann ein bisschen rumgetrödelt haben, vielleicht eine andere Sichtweise und die konnten mir dann eher wenig helfen bei meinem Problem. Ich musste denen die ganze Zeit bei ihrem Problem helfen, aber letztlich haben sie mir dann nur Zeit gestohlen, weil bei meinem Problem bin ich dann zu kurz gekommen. Und da ist es auch wichtig, fokussiert bleiben. Schau erst auf dein Projekt, auf deine Nöte und Sorgen, weil erst wenn du an einem gewissen Punkt bist, wo du halt nicht so viele Probleme hast, dann kannst du auch erst helfen. Also erstmal dich in eine Position zu bringen, wo du dann aus dieser Position heraus helfen kannst. Wenn du selbst in der Notlage bist, dann kannst du auch anderen Leuten nicht helfen. Das funktioniert nicht. Dann machst du es für den anderen nur noch schlimmer. Also such dir ein passendes Umfeld mit den richtigen Menschen, die auch etwas schaffen wollen und wo ihr euch gegenseitig hochzieht. Ich bin zum Beispiel froh für meine Eltern, die mir bei einigen Sachen die Arbeit abnehmen, wo ich es ein bisschen delegieren kann und die mir auch helfen können. Ich mache ja nicht nur dem Permakulturprojekt nur Obst- und Gemüseanbau für meinen Eigenbedarf. Ich verkaufe auch die Sachen, ich liefere auch die Sachen. Dann kommt noch der Pflanzenverkauf mit dazu, wo wir die Sachen auch mit verpacken und verschicken. Dann noch einkochen, das eigene Saatgut nehmen. Das ist jetzt nur zum Beispiel im Garten. Dann hier die ganzen Videos, die ich für euch mache. Eigene Webseite gestalten, Marketing und das Ganze drumherum, damit man das online vermarktet. Es ist halt ein kleines Unternehmen, kleine Selbstständigkeit, sage ich mal. Und du kannst halt nicht alles einfach alleine machen, weil es halt sehr viel Zeit benötigt. Dann zieht sich alles lange im Aufbau hinaus. Von daher, wenn du irgendwelche Probleme hast oder Schwierigkeiten, Herausforderungen, dann stell nicht die Frage, wie schaffe ich das, sondern wer könnte mir bei diesem Problem helfen? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich jahrelang ignoriert habe und es dann sehr schmerzhaft geworden ist, das zu akzeptieren, dass wir halt hier in Deutschland leben und wir auch Geld benötigen. Wenn jetzt vielleicht einige nicht so gerne hören, weil besonders in der alternativen Szene ist es halt so, dass dann bei sehr viel Geld als Böses erachtet wird, wenn man dann irgendwie Geld für seine Arbeit verlangt, dass man dann auch nur profitgeil ist. Das wurde mir auch zum Beispiel schon mal vorgeworfen und dann hatte ich auch dann diese Einstellung, dass ich weg von diesem Geldsystem möchte und dann habe ich angefangen, am Anfang meine Nahrungsmittel oder auch meine Pflanzen zu verschenken. Ja, ich habe das auch natürlich mit der Einstellung gemacht, wenn ich viel gebe, bekomme ich dann auch sehr viel. Was ist denn letztlich passiert? Die Leute haben das Geschenk dankend angenommen, haben aber dann im Hinterkopf gehabt, wenn er die Sachen natürlich verschenkt, dann macht das bestimmt alles so nebenbei. Der hat noch eine andere Erwerbstätigkeit, der kann sich das dementsprechend auch leisten. Ich konnte fast meine Bedürfnisse und auch die Kosten für mein Projekt fast gar nicht mehr decken. Und das war auch den Leuten letztlich egal, wenn ich über meine Probleme gesprochen habe, dass ich finanzielle Unterstützung gebraucht habe. Viele, auch online, haben dann gesagt, ich soll meine richtige Arbeitstätigkeit nachgehen, weil man halt das ein bisschen unterschätzt, was es bedeutet, so einen großen Garten bzw. so einen großen Anbau auch alleine zu bewerkstelligen, ohne irgendwelche großen Maschinen und auch hier die ganze Social-Media-Präsenz zu machen.
Ich möchte dir bewusst machen, dass Geld weder gut noch böse ist. Es ist lediglich ein Werkzeug. Über das System, wie es aufgebaut ist, kann man natürlich diskutieren und auch streiten. Da gehört sich einiges geändert. Aber letztlich ist Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Und wenn ja diese Energie abgezogen wird, dann kannst du halt einfach das Projekt zum Beispiel nicht finanzieren. Dann ist einfach Schluss. Ohne Moos nichts los. Und ich habe genug Projekte gesehen, die dann so viel verschenkt haben, etwas Positives gemacht haben, Menschen kostenlose Rundführungen gegeben, auch hier kostenlose Seminare angeboten und dann nach 4, 5 Jahren hatten sie dann nicht mehr die finanziellen Mittel zur Verfügung, um halt ihren Hof oder auch ihr Permakulturprojekt zu halten und dann sind sie letztlich pleite gegangen und mussten was anderes machen. Wenn man halt dieses Geld nutzen kann, um halt auch sinnvolle Projekte damit finanzieren und halten zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Geld zur Verfügung habe, dann kann ich eventuell auch für meine Videos einen Cutter einstellen. Jemand, der für meine Webseite sorgt, damit man hier weiter aufbauen kann oder auch ich vielleicht Aushilfen bei mir im Permakulturprojekt mithaben kann, damit ich halt hier effizienter arbeiten kann oder auch ganz wichtig, damit ich halt Geld zurücklegen kann, damit ich mir vielleicht größere Grundstücke kaufen kann, um halt die Permakultur und den Obst- und Gemüseanbau zu erweitern und auch anderen Menschen hier eine Lebensgrundlage eventuell zu bieten. Die Fähigkeit zu verkaufen ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Jetzt willst du dich vielleicht fragen, was genau denn Verkaufen mit einem Permakulturprojekt zu tun hat. Ist ja keine Bank oder Versicherung oder Menschen, die halt fragwürdige Produkte verkaufen. Viele assoziieren die Fähigkeit Verkaufen als etwas Negatives aufgrund von diesen Beispielen, dass halt Leute einfach einen über den Tisch ziehen möchten. Nichtsdestotrotz ist halt Verkaufen da viel mehr. Wir verkaufen uns einfach jeden Tag Sachen, die wir sagen, andere Leute zu überzeugen. Selbst der Punkt, dass du hier dieses Video anschaust, hat auch damit mit Verkauf etwas zu tun. Oder wenn ich Videos zu Tipps und Tricks im Permakulturgarten euch mitteile, ist es ja auch eine Art Verkauf, um euch einfach darzustellen, wie wichtig diese Punkte auch sind. Die Fähigkeit des Verkaufens ist auch größer. Da spielen viele Faktoren mit ein. Erstens natürlich meine Kunden, meine Zielgruppe oder auch euch beobachten, welche Bedürfnisse habt ihr, welche Nöte habt ihr und auch darauf aktiv einzugehen, zuhören, eure Kommentare genau lesen, da auch nachfragen und auch dementsprechend beispielsweise auch hier Videos oder auch Produkte für euch zu machen, die auf euch zugeschnitten sind, die eure Probleme auch lösen. Oder runtergebrochen auf dem Anbau, ich frage die Leute, was wollen sie denn genau haben, was essen sie gerne, damit ich auch dementsprechend für euch anbaue, nicht, dass ich halt irgendwie eine Ernte von 200 Kilo Paprika habe, aber ihr eigentlich Tomaten haben wollt, dann bleibe ich sitzen und verkaufe dann letztlich nichts und habe dann auch keinen Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen. Diese Fehler, die ich dir jetzt hier präsentiert habe, habe ich erst nach Jahren des Ausprobierens dann festgestellt, dass da etwas nicht passt. Ich hätte mir die ganze Zeit sparen können, hätte ich mir einen richtigen Mentor gesucht, der schon mal den ganzen Prozess mal durchlaufen hat, der an dem Punkt ist, wo ich denn auch sein möchte, weil der hätte mir dann kurzfristig sagen können, hey du, wenn du so weitermachst, dann passiert das und das und damit wirst du auch nicht erfolgreich. Dieser schon in dieser Situation war und weiß, wie man diese Herausforderung mit den effektivsten Hilfsmitteln lösen kann und so sparst du dir einfach nur Zeit und musst dann nicht über mehrere Jahre irgendwie Lehrgeld auch bezahlen. Dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Hier an der Seite findest du noch weitere spannende und interessante Videos, die dich bei deinem Leben im Permakulturprojekt oder im Garten oder auch in Gesundheit weiterbringen können. Kannst da gerne vorbeischauen und sonst kannst du auch dieses Video an weiteren Freunden und Bekannten teilen, die vielleicht auch davon profitieren können. Und sonst freue ich mich, wenn ich dich im nächsten Video wiedersehe.